Erster Thessalonicher. Paulus schrieb in Korinth auch den ersten Thessalonicherbrief, ebenfalls um 54 nach Christus. Thema: Ein heiliges Leben für das Gemeindeleben leben. Von Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher, die in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus ist. Gnade und Friede sei mit euch. Beständig danken wir Gott und beten für euch alle. Dabei denken wir an euren Glauben, Liebe und ausdauernde Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Paulus erwähnt Glaube, Liebe und Hoffnung. Diese drei entsprechen den drei Teilen der Seele, nämlich dem Willen, Gefühl und Verstand. Nicht menschliche Fähigkeit, sondern der Glaube, also Willen, ist die Kraft bzw. der Antrieb, um dem Herrn zu dienen. Die Liebe, also das Gefühl, zeigt die Motivation auf. Zum Beispiel ist eine Mutter aus Liebe motiviert, sich um ihre Kinder zu kümmern. In diesem Sinn dienten die Korinther dem Herrn voller Liebe. Die Hoffnung, also der Verstand, weist auf die Quelle der Ausdauer hin, die es braucht, um dem Herrn zu dienen. Gott liebt euch, Geschwister, denn er hat euch erwählt. Wir haben das gesehen, als wir euch das Evangelium im Wort, in der Kraft, im Heiligen Geist und mit großer Zuversicht predigten. Denn trotz Anfeindungen habt ihr das Wort so freudig aufgenommen, wie es nur der Heilige Geist bewirken kann. Wenn wir predigen, schauen wir nicht auf das Gesicht der Sünder, sondern auf das Evangelium, das auch Gegner retten kann. So seid ihr zu einem Vorbild für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia geworden. Überall wird erzählt, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem wahren und lebendigen Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn Jesus zu warten, den er von den Toten auferweckt hat. Sein Sohn wird aus dem Himmel zurückkommen, um uns vor dem kommenden Gericht zu retten. Ihr wisst ja selbst, liebe Geschwister, dass wir, bevor wir euch besuchten, in Philippi viel gelitten haben und misshandelt worden sind. Doch Gott ermutigte uns trotz vieler Widerstände, euch das Evangelium zu predigen. Dabei wollen wir nicht den Menschen, sondern Gott gefallen. Wir wollen uns weder einschmeicheln noch bereichern. Obwohl wir als Apostel Christi mit Autorität hätten auftreten können, waren wir sanftmütig mit euch wie eine stillende Mutter, die ihre Kinder hegt und pflegt. Keiner arbeitet schwerer als eine Mutter. Sich um Kinder zu kümmern beinhaltet 90% Nähren und 10% Lehren. Nähren bedeutet, ein Vorbild zu sein und ihnen eine angenehme Empfindung zu geben. Nur wenn wir selbst froh sind, können wir andere froh machen. Falls wir in unserer Erfahrung Mangel haben, können wir Geschichten oder Biografien von anderen Heiligen erzählen, um andere zu nähren. Jesus nährte, pflegte und hegte seine Jünger, indem er seine Würde ablegte und ihnen die Füße wusch. Wir hatten euch so sehr ins Herz geschlossen, dass wir bereit waren, euch auch an unserem eigenen Leben teilhaben zu lassen. Ihr erinnert euch bestimmt noch daran, wie wir Tag und Nacht gearbeitet haben, um niemandem von euch zur Last zu fallen, wie heilig, gerecht und tadellos wir uns verhalten haben, wie wir euch ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder, damit auch ihr so wandelt, wie es für Gott würdig ist. Gott hat euch ja in sein Königreich und in seine Herrlichkeit hineinberufen. Wenn wir Christus leben, gibt es um uns herum eine Atmosphäre, die das Königreich Gottes ist. Spontan wird der Herr zum Ausdruck gebracht. Dies ist Gottes Herrlichkeit. Immer wieder danken wir Gott dafür, dass ihr das Wort Gottes angenommen habt und es in euch wirkt. Denn ihr, liebe Geschwister, seid dem Beispiel der Gemeinden Gottes in Judäa gefolgt, die in Christus Jesus sind.
Ihr musstet dasselbe von euren Landsleuten erdulden wie die Christen in Judäa von den Juden. Die Juden haben sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und nun verfolgen sie uns. Sie missfallen Gott und sind mit allen Menschen verfeindet, weil sie uns hindern wollen, den anderen Völkern das Evangelium zu predigen. Sie machen das Maß ihrer Sünden endgültig voll. Der Zorn Gottes wird sie unweigerlich bestrafen. Liebe Geschwister, ich, Paulus, wollte euch schon mehrmals besuchen, aber Satan hat uns daran gehindert. Wir vermissen euch sehr und sehnen uns danach, euch wiederzusehen. Denn wer ist unsere Hoffnung, Freude und Krone, wenn unser Herr Jesus wiederkommt? Das Wort Wiederkommen wird in Griechisch mit Parousia wiedergegeben. Parousia bedeutet Gegenwart. Wenn der Herr wiederkommt, ist er bei uns gegenwärtig. Seid nicht gerade ihr das? Ja, ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Schließlich hielten Silvanus und ich es nicht länger aus. Wir beschlossen, allein in Athen zurückzubleiben und unseren Bruder Timotheus, Gottes Mitarbeiter im Evangelium Christi, zu euch zu schicken, um euch im Glauben zu festigen und zu ermutigen. Niemand von euch soll verunsichert werden in all dem, was ihr jetzt an Verfolgung ertragen müsst. Das gehört zu unserem Christenleben. Ich wollte unbedingt erfahren, ob ihr im Glauben feststeht oder ob der Versucher euch verführt hat. Doch jetzt ist Timotheus mit guten Nachrichten von eurem Glauben und eurer Liebe zu uns zurückgekommen. Er hat uns erzählt, dass ihr uns in guter Erinnerung habt und euch genauso darauf freut, uns wiederzusehen wie wir. Das hat uns sehr ermutigt, so dass wir richtig auflebten. Wir können unserem Gott nicht genug für die Freude danken, die ihr uns gemacht habt. Tag und Nacht bitten wir unseren Gott und Vater und unseren Herrn Jesus, euch wieder besuchen zu dürfen, um euch im Glauben weiterzuhelfen. Wir beten für euch, dass eure Liebe zueinander und zu allen Menschen überströmt, so wie auch wir euch lieben. Wir beten, dass er eure Herzen festigt, damit ihr tadellos und heilig seid vor unserem Gott und Vater beim Kommen unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Zudem ermutigen wir euch, liebe Geschwister, dass jeder sein eigenes Gefäß heilig und ehrbar bewahrt, nicht in Unzucht, Begierden, Betrug oder Unreinheit. Begierden sind götzendienerisch. Wenn wir uns darauf einlassen, öffnen wir die Tür für jede Verdorbenheit und wir verachten Gott. Unzucht kommt aus einem veränderlichen Herzen und aufgrund von Götzendienst. Ein schmutziges Glas ist nicht mehr brauchbar. Daher ist es wichtig, dass unser Leib bewahrt bleibt. Um ihn zu bewahren, können wir unseren Leib zum Knecht machen und ihm befehlen, die Bibel zu lesen. Unzucht ist die unheiligste Vereinigung. Im Gegensatz dazu ist die heiligste Vereinigung die Einheit unseres Geistes mit Gottes Geist. Ein Beispiel für ein veränderliches Herz ist Demas. In Kolosser 4, Vers 14 schreibt Paulus positiv über ihn und in 2. Timotheus 4, Vers 10 negativ. Es ist wichtig, dass wir darauf achten, dass unser Herz ein guter Boden für den Samen ist und nicht durch weltlichen Verkehr, Reichtum, Ehrgeiz oder verborgene Sünden verhärtet wird. Wenn das Herz unglücklich ist, weil zum Beispiel das Flugzeug verspätet ist, ist es schwierig, den Herrn zu erfahren. Dann können wir beten, Herr, mach mich glücklich, während ich auf das Flugzeug warte. Und darum betete Paulus, dass Gott ihr Herz trösten und froh machen möge. Damit wir ein heiliges Leben leben können, brauchen wir ein gefestigtes Herz, das zudem auch weich, also ein nachgiebiger Wille, nicht rebellisch, rein, ein reines Motiv im Verstand und Gewissen, Gott an erster Stelle lieben, voller Liebe und im Frieden, also im Gefühl, ist. Ein Herz, das sich Gott zuwendet, ist wie wenn ein Schalter gedrückt wird, damit die göttliche Elektrizität in uns hineinfließen und Licht machen kann. Der Strom ist immer vorhanden, beziehungsweise der Geist fließt beständig in uns,
Daher üben wir uns darin, den Schalter zu drücken. Wer das nicht annimmt, verachtet Gott, der seinen Heiligen Geist in euch wohnen lässt. In Bezug auf die geschwisterliche Liebe hat euch Gott gelehrt. Daher liebt ihr ja auch alle Geschwister in ganz Mazedonien. Wir ermutigen euch jedoch darin, überzuströmen. Bemüht euch, ein ruhiges Leben zu führen, euch um eure eigenen Angelegenheiten zu kümmern und fleißig zu arbeiten, damit ihr auch für Außenstehende als anständige Menschen geltet und niemandem zur Last fallt. Nun zur Frage nach den Entschlafenen. Gemeint sind die verstorbenen Gläubigen in Christus. Darüber braucht ihr nicht traurig zu sein wie solche, die keine Hoffnung haben. Wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und wieder auferstanden ist, wird Gott auch die Entschlafenen zu Jesus bringen. Aufgrund vom Wort des Herrn werden die lebenden Christen den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Vielmehr wird der Herr mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen und den Toten in Christus befehlen, zu auferstehen. Danach werden die lebenden Christen, also gemeint sind nicht die Überwinder, sondern die große Mehrheit, gleichzeitig mit ihnen zusammen in die Wolken entrückt, um dem Herrn in der Luft zu begegnen und ewig bei ihm zu sein. Ermutigt einander mit diesen Worten. Was aber die Frage nach der Zeit und Stunde betrifft, wisst ihr ja genau, liebe Geschwister, dass der Tag des Herrn so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute sagen, jetzt haben wir Frieden und Sicherheit, wird plötzlich Gottes vernichtendes Strafgericht über sie hereinbrechen. Keiner wird ihm entkommen. Es ist wie die Wehen, die über eine Schwangere kommen. Doch ihr seid nicht in der Finsternis, liebe Geschwister, sondern seid Menschen des Lichts und Söhne des Tages. Darum wollen wir auch nicht schlafen, nicht unaufmerksam sein wie die anderen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn wer schläft, schläft in der Nacht. Wer in der Finsternis ist, ist unaufmerksam. Und wer sich betrinkt, tut es in der Nacht. Weil wir zum Tag gehören, wollen wir nüchtern sein, den Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und den Helm der Hoffnung auf Errettung anziehen. Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir seinem Zorngericht verfallen, sondern dass wir durch unseren Herrn Jesus Christus errettet werden, der für uns gestorben ist, damit wir mit ihm leben, ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen wachen oder entschlafen sind. Daher ermutigt euch gegenseitig und baut euch auf, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Liebe Geschwister, wir bitten euch, die zu anerkennen, zu achten und zu lieben, die sich für euch einsetzen und euch ermutigen. Vor allem lebt in Frieden miteinander, weist die Unordentlichen zurecht, ermutigt die Ängstlichen und kümmert euch um die Schwachen. Die Schwachen haben eine kleine Kapazität und können schwer Leiden oder Schwierigkeiten ertragen. Habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem vergilt, sondern tut Gutes. Freut euch immer. Betet unaufhörlich. Dankt in allem. Dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Löscht den Geist nicht aus. Auslöschend, dämpfend oder abtötend wirken Kultur, Philosophie und die Welt. Daher musste sich ein Nasiräer vom Tod fernhalten und absondern. Verachtet Weissagungen nicht. Wenn das Wasser lange nicht geflossen ist, kommt zuerst Schmutz aus dem Wasserhahn. Lass laufen. Bald kommt sauberes Wasser. Verachte andere nicht, wenn ein wenig Schmutz kommt. Verachte auch die eigene Weissagung nicht, sondern teil etwas von Christus mit, um andere aufzubauen. Prüft alles und behaltet das Gute. Meidet das Böse. Der Gott des Friedens möge euch vollständig und ganz heiligen und euren Geist, Seele und Leib tadellos bewahren bis zum Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Wie baust du dein Immunsystem auf, damit du bewahrt bleibst?
Bete so: Herr, ich möchte bewahrt bleiben, das heißt nicht krank werden, doch ich kann es nicht tun. Daher bitte ich dich, es zu tun. Wir bewahren unseren Geist, indem wir uns üben, Gemeinschaft mit Gott zu haben, zu beten, zu preisen und anderen Christus als das Brot des Lebens mitzuteilen. Treu ist er, der euch beruft, und er wird es auch tun. Betet auch für uns, liebe Geschwister. Obwohl Paulus wusste, dass die Thessalonicher wenig Erfahrung im Gebet hatten, bat er sie, für ihn zu beten. Er wusste, dass es hilfreich für sie war. Genauso wie Paulus wollen wir die Neuen nicht verachten, sondern sie stärken und ermutigen. Grüßt alle Geschwister mit einem heiligen Kuss. Bitte lest diesen Brief allen Geschwistern vor. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Zweiter Thessalonicher. Paulus schrieb in Korinth auch den zweiten Thessalonicherbrief um 54 nach Christus. Thema: Das heilige Leben für das Gemeindeleben. Von Paulus, Silvanus und Timotheus. An die Gemeinde der Thessalonicher, die in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus ist. Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir müssen Gott immerzu für euch danken, liebe Geschwister, weil euer Glaube überaus wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch zunimmt. Daher erzählen wir freudig den Gemeinden Gottes von eurem standhaften Glauben in allen Verfolgungen. Die Verfolgungen rufen uns beständig das gerechte Gericht Gottes in Erinnerung, denn Gott wird die Verfolger gerecht richten. Doch euch wird Gott mit Ruhe beschenken im Königreich Gottes, für das ihr leidet, und zwar, sobald sich der Herr Jesus vom Himmel her mit den Engeln, die seine Macht ausüben, in Feuerflammen zeigen wird. Wer Gott nicht kennt und dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorcht, wird von ihm mit ewigem Verderben bestraft. Er wird von der Gegenwart des Herrn und seiner herrlichen Kraft getrennt sein. Es gibt keine Entschuldigung dafür, Gott nicht zu kennen, denn er ist erkennbar in der Schöpfung und durch das Gewissen. Daher werden auch jene bestraft, die Gott nicht kennen. Wenn der Herr kommt, wird er an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht werden. Im Hinblick darauf beten wir beständig für euch und bitten Gott, dass er mit seiner Kraft vollendet, was eure guten Absichten sind und was ihr aus dem Glauben heraus tut. Dadurch wird der Name unseres Herrn Jesus in euch verherrlicht werden und ihr in ihm. Es ist die gegenseitige Einverleibung, gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus? In Griechisch wird das Wort Kommen mit Parousia wiedergegeben, und das bedeutet Gegenwart. Was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus und unserem Versammeltwerden zu ihm betrifft? Gemeint sind hier nicht die Überwinder, sondern die große Mehrheit. Bitten wir euch, liebe Geschwister, es nicht zu glauben, wenn einer prophezeit, wann der Tag des Herrn, also Parousia, komme. Denn zuerst muss der Abfall, der Gesetzlose, der Sohn des Verderbens, also der Antichrist, sichtbar sein. Er wird gegen Gott rebellieren, sich schließlich in den Tempel Gottes setzen und sich für Gott ausgeben. Momentan ist der Gesetzlose am Wirken, doch er wird noch zurückgehalten durch eine gewisse Kraft. Wenn er kommt, wird ihn der Herr Jesus durch den Hauch seines Mundes, durch ein einziges Wort und durch das Erscheinen seines Kommens töten. Dieser Gesetzlose wird mit Satans Unterstützung Machttaten vollbringen und mit üblen Täuschungen die, die verloren gehen, zu Ungerechtigkeiten verführen. Sie werden darauf hineinfallen, weil sie die Wahrheit nicht lieben wollten, die sie gerettet hätte.
Aus diesem Grund liefert Gott sie der Macht der Täuschung aus, so dass sie der Lüge glauben und daher verurteilt werden. Aber für euch, vom Herrn geliebte Geschwister, müssen wir Gott immer zudanken, denn Gott hat euch dazu auserwählt, durch den Heiligen, den Geist und durch den Glauben an die Wahrheit errettet zu werden. Der Geist und die Wahrheit sind ein Paar, genauso wie die Elektrizität eine Leitung braucht, um übermittelt zu werden, so braucht der göttliche Geist die Wahrheit des Wortes Gottes, um in uns hinein übermittelt zu werden. Der Glaube ist wie das Klicken bei einer Kamera. Er bringt die Wahrheit in unseren Geist hinein, um uns zu heiligen. Geheiligt zu werden ist ein Prozess. Das können wir mit Kochen veranschaulichen. Das Gemeindeleben ist wie eine Küche, worin wir gekocht, also in Anführungs- und Schlusszeichen gekocht, also geheiligt und umgewandelt werden. Als Küche braucht die Gemeinde nicht nett und ordentlich zu sein. Wir können nicht erwarten, dass die Gemeinde perfekt ist. Unordnung in der Küche weist darauf hin, dass eine gute Mahlzeit zubereitet wird. So werdet ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erhalten. Bleibt daher standhaft, liebe Geschwister, und haltet euch an das, was wir euch mündlich oder schriftlich gelehrt haben. Unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns ewigen Trost und gute Hoffnung in Gnade gegeben hat, möge euer Herz froh machen, trösten und ermutigen und euch in jedem guten Werk und Wort festigen. Wenn du enttäuscht bist, erinnere dich daran, dass das göttliche Leben in dir ist. Sei willig, deinen Geist mit dem göttlichen Leben zu nähren und iss Christus als das Brot des Lebens, indem du zum Beispiel singst, die Gnade des Herrn ist so wunderbar, so wunderbar, so wunderbar. Die Gnade des Herrn ist so wunderbar für mich. Dann kann Gott dich ermutigen und andere können dir helfen. Das göttliche Leben ist wie ein Diamant. Nehmen wir an, eine unglückliche Person hat einen Diamanten in der Tasche. Wenn sie diesen anschaut, macht es sie glücklich. Dementsprechend schauen wir nicht auf Sorgen, sondern auf das göttliche Leben. Übrigens, liebe Geschwister, betet für uns, dass das Wort des Herrn sich schnell ausbreitet und verherrlicht wird und dass wir von den unvernünftigen und bösen Menschen verschont werden, denn der Glaube ist nicht jedermanns Sache. Aber der Herr ist treu und er wird euch festigen und vor dem Bösen bewahren. Der Herr richte eure Herzen auf die Liebe Gottes. Gott hat uns zuerst geliebt und daher lieben wir ihn und auf das standhafte Ausharren Christi aus. Weil wir eine Hoffnung haben, harren wir aus. Die Hoffnung und unsere Liebe zu Gott sind unsere Kraft, damit wir leiden und Christus leben können. Und nun fordern wir euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus auf, euch von Geschwistern fernzuhalten, die unordentlich sind, nicht arbeiten und sich in fremde Sachen einmischen, damit sie sich schämen. Behandelt sie aber nicht wie Feinde, vielmehr weist sie im Namen des Herrn Jesus Christus zurecht, ihr Leben in Ordnung zu bringen, einer geregelten Arbeit nachzugehen und sich ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Ihr wisst ja, wie ihr unserem Vorbild folgen sollt. Denn wir haben nicht auf Kosten anderer gelebt, sondern Tag und Nacht gearbeitet. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Doch ihr, liebe Geschwister, werdet nicht müde, das zu tun, was gut und richtig ist. Der Herr des Friedens schenke euch allezeit seinen Frieden. Der Herr sei mit euch allen. Den Gruß schreibe ich, Paulus, mit eigener Hand. So sieht meine Handschrift aus, das Kennzeichen in jedem meiner Briefe. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen.